So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum 5. Spieltag der DPL. Den müssen wir gewinnen, Leute. Und zwar gegen Droix. Da haben wir gestern Wi-Fi-Bekettel gesehen, beziehungsweise für mich ist es eine halbe Stunde her, für euch ist es eine Stunde, nee, ein Tag hier. Was für Stunde, Mann, was laber ich? Auf jeden Fall, wir haben immer noch unseren Glücksbringer, ups, Skoppel und meine Armbänder. Ich bin schwul, nein, Spaß, bin ich nicht, aber Armbänder sind cool. Oh, der Ryan! Ja, was habe ich mitgenommen? Schauen wir mal. Ich habe mich nicht allzu krass vorbereitet. Ich habe nämlich überhaupt keine Zeit, wie schon gesagt. Lust, Zeit. Und ich habe dabei mein Felix. Wobei, wieso soll ich mir das aufschreiben? Felix, Harry Papa. Dann meine Wall Maria. Dann Blitzer. Dann Donald und Cresselia. Er denkt wahrscheinlich, ich habe Garados. Und jetzt habe ich Gesichtskrebs. Wie soll man sagen? Was habe ich noch dabei? Bisaflor habe ich aber nicht mitgenommen. Weil ich glaube, ich könnte mit diesem Pokémon auf jeden Fall etwas reißen. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie das jetzt hier anfängt. Und es hängt viel vom Lead ab. Weil dann kann ich eine richtig gute Ausgangsposition schaffen. Und das würde ich doch gerne machen. Er hat dabei... Okay, er hat das Gengar mitgenommen. Er hat sich nämlich einen Gengar gekauft, wie ihr jetzt sehen könnt. Und er hat... Was hat er dabei? Okay. Psyana. Zapdos. Gengar Libeldra. Okay, dafür habe ich Ice Punch auf meinem Ding. Gengar... Flam, Birex, Libeldra und Porygon. Ich schätze mal, er wird ein Psyana leaden, wie sonst immer. Oder mit seinen Porygon. Und deswegen lead ich einfach mal mit meinen Blitzer. Kann mir mit Volt Switch die Switch Advantage schaffen, wenn es ist. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Egal, ich bin nicht so aufgeregt, aber ich möchte das doch gerne gewinnen. Und ich habe jetzt Stück 22 oder so ausgewählt. Schauen wir mal. Für euch gestern haben wir gewonnen. Für mich vor einer halben Stunde. Schauen wir mal. Hoffentlich wiederholt sich das. Aber Droix hat echt ein gutes Team. Und er wird mit Libeldra leaden. Reicht ein HP Ice. Ich hoffe, ihr seht den Damage Kalk nicht. Blitzer heißt auf Englisch Jolteon. Gegen Libeldra. Libeldra. Jetzt ist es auf Englisch. Dragonfly. Wieso weiß ich das alles auswendig? Langsam komme ich wieder rein in die Englische, na? Dragonfly. Hä? Heißt doch so. Flygon heißt es. Okay, doch, anders. Boah, ist der Sound nur bei mir so scheiße oder bei euch auch? Ich hoffe doch bei euch nicht. Oh, es könnte mit Max werden. Ich gehe einfach mal auf die HP Eis. Er geht auf die Steinkante. So, wenn er nicht Choice Bandit ist, überlebe ich die. Und bitte sei es HP Eis und ich habe mich nicht vertan. Yes, das ist sie. Und sie reicht zum One-Hit. Yes. Ich hoffe, der Sound ist nur bei mir so scheiße. Weil hier hat sich das dann doch teilweise scheiße angehört. HP Eis hat gleich was gebracht. Sehr gut. Und die Steinkante hat natürlich getroffen. Blöde Steinkante. Er hat noch was auf Skype geschrieben, das kann ich jetzt aber nicht mitten in der Aufnahme anschauen. Deswegen mache ich das hier auf mein Handy. Ne, ich werde angerufen. Geil, Moment. Ha? Na, geht helle. Jetzt habt ihr mich indisch sprechen gehört. Das war mein... Habe ich jetzt auf meinem Blitzer Volt Absorber. Ja, habe ich. Sprich, meine Elektroattacken bringe ich's. Ich wüsste jetzt nicht, was er gegen mich machen will. Ich wechsle einfach mein eigenes Donald rein. Außer Toxin kann er gerade eigentlich nicht viel machen. Ich wurde gerade angerufen, dass ich essen gehen soll, aber ich habe gerade keine Zeit, wie wir hier sehen. Und meinst du, ist das shiny? Und jetzt kriege ich auch Volt Absorber. Jetzt sag bitte, dass eine Elektroattacke gemacht hat. Ne, der geht da und die safe Triplette. Oh, bitte kein Hex. Bitte keine Hex. Bitte keine Hex. Ich bin speziell defensiv und keine Hex. Gut, ich werde das Toxic draufbringen, weil das kann... Wobei, gegen was wechselt er? Er will Flambirex Schaden rausdrücken oder mit... Na, ich traue mich aber nicht auf eine Donnerwelle zu gehen, weil Psyana könnte ja die zurückhauen. Ich glaube, er geht sogar in Psyana. Ich gehe auf die Triplette. Nein, er bleibt einfach drin, okay? Dann hätte ich ihn jetzt toxiken können, beziehungsweise paralysieren. Und ich habe keine Zeit, ich kann jetzt nicht rangehen. Tut mir leid. Und er macht das Toxic, okay. Dann will er jetzt stallen. Okay, ich hätte jetzt auch das Toxic machen können. Habe ich aber nicht gemacht.
Ich überlege, ob ich das Toxic überhaupt mache, weil ich könnte die mit Hariyama ausnocken, aber ich glaube... Ja, wobei, ich gehe auf die Donnerwelle. Ich könnte die Para kriegen. Das klingt zwar unedel, aber ich wäre schneller mit meinem Pokémon und manchmal die Donnerwelle lieber. Und vielleicht wechselt er jetzt aus. Oder er doppelswitcht irgendwo hin. Nein, er macht die Triplette. Okay. Dann kriege ich die Para durch. Ich habe zwar jetzt schon ein ziemlich angeschlagenes Donald, aber wir haben ja die Genesung drauf. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Da war ja was. Da war ja was. Selber schuld, Idiot. Also ich. Oder du auch. Nein, Spaß. So. Jetzt kriege ich das Toxic-Schlagen, aber ich muss das Toxic auf ihn noch drauf kriegen. Ich hoffe, es trifft jetzt auch. Yes. Ist drauf. Habe ich meinen Toxic. Ich habe Voltaps aber vergessen. Ja, passiert. Triplette. Das Gute ist, er kann kein Hex kriegen und seine Tripletten-AP gehen weiter runter. Ob das jetzt so hilfreich für mich ist, mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Und ein halbtotes Donut möchte ich ungern haben, aber mit der nächsten Attacke werde ich auf jeden Fall kurz... Ich mache noch eine Genesung. Eine Genesung, bevor ich auswechsle. Ich hoffe, dass ich dann ungefähr auf den Stand über 53 KP bin. Sieht aber schlecht aus. Wenn das jetzt kein Crit wird, könnte ich aber mehr als 53 KP haben. Könnte. Konjunktiv. Ging das so? Ich weiß es nicht. Und 61. Wuhu, wir sind in einem Plus von 10 KP und haben eine weitere Toxic-Runde auf diesen Ding. So, dann gehen wir auf Cresselia. Geht der ganze Spaß weiter. Gehen wir auf Cresselia. Wie das klingt. Ja, wir sind jetzt mit Porygon fertig. Gehen wir auf Cresselia. Triplette. Okay. Bitte kein Hex. Burn ist besser als Toxic. Burn ist besser als Toxic. Ist zwar Chip Damage, aber besser als Toxic. Wobei ich jetzt aber auch kein Toxin. Nein, dann geht er jetzt nicht auf Toxin. Das war jetzt mein Plan, dass ich jetzt in mein Porygon zurückgehe. Was will er gegen Cresselia drin haben? Sein Gengar. Auf jeden Fall. So, Zeitlimit. Ich gehe auf die Psychokinese, falls jetzt in seinen Gengar geht. Geh in deinen Gengar und ich habe einen guten Damage drauf. Espeon klingt nicht nach Gengar. Klingt gar nicht nach Gengar. Klingt überhaupt nicht nach Gengar und das macht sogar ein bisschen Schaden. Krieg ich den Drop? Nein, kriege ich nicht. Er wird auf jeden Fall auf Spukball gehen, so wie ich ihn jetzt einschätze. Und deswegen gehe ich jetzt einfach auf das Polygon. Weil selbst wenn er das Predicted und noch eine Psycho-Attacke geht, habe ich immer noch in der Hinterhand mein Diggersby. Weil Diggersby kann ja übel gut aufräumen. Jetzt weiß ich, was er zum Beispiel nicht dabei hatte. Sein Slimog fällt mir gerade ein. Sag, dass er auf Spukball geht. Sag, dass er auf Spukball geht. Sag es. Ich krieg den Magiespiegel. Ist auch interessant, falls er jetzt irgendwas... Psychoschock. Ah, er spielt safe. Ah, mit dem Toxic könnte das jetzt reichen. Ja, das reicht mit dem Toxic. Aber ich habe einen Free Switch in. Ich habe einen Free Switch in. Das ist gut für mich. Er kann aber Scarf sein. Ich muss hier aber in Diggersby gehen. Ich habe den Sash drauf. Das Blöde ist, wenn er jetzt in Gengar wechseln würde. Ich habe wirklich nichts gegen Gengar im Moveset. Kann ich machen, was ich will. Erdbeben trifft alles nicht. Ich glaube, dass er jetzt in Gengar wechselt. Komm, ich mache den Double Switch in sein Gengar. Geh in dein Gengar, bitte geh in dein Gengar. Bitte. Bitte. Bitte geh in dein Gengar. Geh in dein Gengar. Zapdos. Kein Gengar, aber wenigstens nicht auf eine Safe-Attacke gegangen. Puh. Puh. Ich glaube, er ist Specs. Ich habe das irgendwie ein Gefühl, dass er genug Schaden macht, um meinen Bisaflor zum Beispiel zu one-shotten und alles. So, Sander ist da. Er wird auf Hitzewelle oder so gehen. Aber das Sander muss ich mir auf jeden Fall behalten gegen sein... Gengar. Sonst habe ich überhaupt nichts gegen Gengar. Jedenfalls nichts, was hilft. Haha, lustiger Spruch, ne? Ich muss Volt switchen und zwar in mein Hariyama.
Er wird wahrscheinlich... Und wow, macht das viel Schaden. Blitze? Ist gut, es ist neutraler Damage, aber es ist ein Zapdos, ne? Zapdos. Wobei, dafür, dass es ein Zapdos ist, ist es sogar normaler Schaden. Er wird auf die Heatwave auf jeden Fall gehen, schätze ich jetzt mal. Sagt, dass er den Burn kriegt. Ich bin nämlich Adrenalin. Scheiß Crit. Ach man, der ist jetzt scheiße. Der ist jetzt super scheiße für mich. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich eine zweite überlebe. Scheißdreck. Ah, Eroas! Aha! Oh nein! Also ich sag die beide in Kombination. Zweimal hintereinander ein Crit. Das hat jetzt, glaube ich, schon gemeldet. Weil sonst hätte ich nach Eroas überlebt. Das ist ein Zapdos. Was hat ein Zapdos hier für einen Spezialangriff Base? Normalen Angriff Base. Okay, 90. Gut, hab's gemeldet. Ich weiß es nicht, aber hey, kommt schon, Jungs. Muss das sein? Das ist scheiße. Wenn er jetzt keine HP Eis hat, hau ich mit dem Steinhagel seinen Zapdos kaputt. Und er hat nichts zum Reinswitchen. Okay. Ach, zwei Crits kommt schon, Jungs. Polygon 2, okay. Und er hat jetzt den Felskern drauf, okay. Hätte jetzt auch die Rocks rauskriegen können. Aber jetzt ist der Sound immer so komisch. Er würde auf jeden Fall mit Genesung hochgehen. Will ich die Rocks draußen haben? Ich versuche. Ich bin aber nicht schneller als Polygon. Er wird auf jeden Fall mit Genesung hochheilen, aber dann muss ich mit Erdbeben weiter runterhauen. Ja. Oh Mann, wieso ist der denn der Sound so scheiße? Tut mir leid, Leute. Das hört sich richtig scheiße an. Ich hoffe, ich kann es schneiden und okay, mit Erdbeben. Ich kriege ihn nicht auf das Niveau runter. Aber er müsste jetzt auf eine Attacke gehen. Ob er Eisstrahl drauf hat, frage ich mich jetzt gerade. Er hatte Toxic, Triplette, Genesung. Er wird doch bestimmt Psychokinese oder so dabei haben. Ich bin mir sicher, dass er keinen Eisstrahl drauf hat. Toxic, okay. Das ist sein letzter Wille. Aber ich habe die Marumbeere drauf, sprich ich könnte mich noch entgegen erholen. Was gut für mich ist. Boah, dann könnte ich das jetzt geschickt für mich nutzen. Das überlebt er aber nicht, deswegen ist Polygon weg. Okay, das ist blöd. Ich wollte jetzt nämlich, dass er Polygon noch genau eine Runde überlebt. Wobei, es wäre auch blöd gewesen. Dann hätte er sich nämlich mit Genesung hochgeheilt. Ich hätte meine Rocks rausgekriegt und so weiter. Das ist eine komplizierte Sache, aber ich glaube, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Das Blöde ist, er hat einen Safe Switch und Gengar. Und Gengar ist böse gegen mich. Wirklich richtig böse. Richtig harter Lümmel. Boah, dieser Sound ist so eklig. Das hört sich immer so ein bisschen laggy an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Er wechselt Flambirex rein. Kann man Flambirex speziell spielen? Ich glaube, es ist nämlich physisch. Und dann tanke ich eigentlich alles. Auch ein Kraftkoloss oder so. Ich weiß, wieso der Sound übrigens so scheiße ist, weil ich immer hier noch das Internet offen habe. Tut mir leid, Leute, ist aber gleich weg. Aber ich muss jetzt nachschauen, ob man dieses Flambirex auch speziell spielen kann. Das kann man? Das kann man. Statuswerte. Das kann man auf jeden Fall. Es hat eine 100er Spezialangriff-Base. Da kann ich nicht drin bleiben. Muss ich in Cresselia gehen. Da wird er auf jeden Fall jetzt auf den Focus Blast oder so gehen, wenn er ihn jetzt drauf hat. Kraftkoloss, nein, tut er nicht, dieser Schlingel. Und das ist Choice Bandit. Oder Life Orb. Oder Life Orb. Und da ich mit Cresselia schneller bin, werde ich mich entgegenheilen. Ganz ist der Burn natürlich blöd, aber die Hexe der echte für seine Seite. Merke ich gerade so, aber was soll man machen? Muss man mit leben und ich muss mich gegenhalten mit Mondschein. Ich denke nicht, dass er drin bleibt. Nein, macht er auch nicht. Er wechselt sein Espeon rein.
Das war auch Live-Orb, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Predikte ich nochmal seinen Spukball? Traue ich mich das? Ich glaube, ich predikte nochmal seinen Spukball. Das Blöde ist, mein Porygon ist down. Mit denen hätte ich das jetzt, traue ich mich und predikte nochmal seinen Spukball. Ich könnte Felix opfern, was überhaupt nicht gut wäre. Aber ich mach's einfach, komm. Er hat Psychokinese und Psyshock drauf, das habe ich auch noch nicht in meinem Leben gesehen. Er ist schneller! Oh Leute, das ist scheiße. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Ist auf jeden Fall Scarf oder Specs. Oh fuck. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's richtig schwer. Das war dumm. Jetzt wird's richtig schwer. Ich hab doch noch Spuk. Er ist nicht Scarf oder Specs. Bitte kein Death Drop. Yes. Aber ich habe auch einen Spukball drauf. Gib mir den Drop. Crit? Okay, Crit ist auch schon was. Ah, jetzt ist der Burn blöd mit dem Chip Damage. Ich brauche alle drei Pokémon noch. Wobei, ich kann Cresselia opfern. Hab was gegen Zapdos mit Maria. Und Sander muss Gengar one-hitten. Das Blöde ist, wenn es Gengar einen Sash hat, habe ich übelst die Arschkarte gezogen. Aber ich muss es so versuchen, das ist glaube ich so meine letzte Chance. Boah, ruf mich doch nicht tausendmal an, ey. Check's doch. Und haben wir einen Speed-Tie? Hab irgendwie das Gefühl, dass wir einen Speed-Tie haben. Okay. Haben wir einen Speed-Tie? Wäre interessant gewesen zu hören. Wenn wir jetzt einen Speed-Tie haben und nicht den Spukball. Nein, ich weiß es nicht. Egal. Cresselia ist down. So. Ah, das Blöde ist, ich bin auch noch Live-Orb. Schneller bin ich, ist klar. Dann ist Espeon down. Aber der Live-Orb wird jetzt dumm. Ich habe noch zwei Attacken. Oder vielleicht sogar drei. Also, jetzt habe ich noch zwei oder eine. Und ich bin schneller als sein Team. Die Frage ist jetzt, Zapdos würde mich jetzt wahrscheinlich killen. Ob ich Maria jetzt reinwechseln kann, aber nicht in eine spezielle Attacke. Also muss ich auf Donnerblitz gehen. Para kann ich nicht bekommen. Ich überlebe die Attacke, aber jetzt werde ich sterben. Hitzewelle, ja, das tut sogar einen Rehornio weh. So. Jetzt muss Rehornio drei Pokémon besiegen. Und ob das bei Gengar möglich ist, ist die Frage. Klar, der Steinhagel macht Schaden. Aber ich glaube, das ist eine scheiß Situation. Das Toxic werde ich auf jeden Fall jetzt mit der Maronbeere wegkriegen. Aber ich überlege, ob ich zwei Attacken überlebe. Dass ich die Tarnsteine rausbringen kann. Die Erholung. Hat er mir geschrieben, dass er HP Ice drauf hat. Ich hoffe es doch, dann würde mir das nämlich jetzt sehr helfen. Ich muss jetzt volles Risiko gehen. Bitte überlebe jetzt mindestens zwei.
Yes, ich bring meine Tarnsteine noch raus. Vielleicht krieg ich sogar noch eine Attacke. Ne, ich muss jetzt auf die Erholung gehen. Hitzewetter, ja. Jetzt bin ich schon wieder online in Skype, was ich gar nicht mag. Dann wieder gespammt werde. So, ich muss auf die Erholung gehen. Maronbeere plus. Und damit vollen KP. Gegen Gengar, das schaffe ich nicht mehr. Außer das Gengar ist irgendwie physisch oder so. Es ist unglaublich schwer, dass Porygon das jetzt noch reißt. Ich glaube, wir verlieren diesen Kampf. Und ich muss hier rein in die Aufnahme, weil sonst hört sich der Sound so scheiße an. Jetzt habe ich das Fenster verschoben, tut mir leid. Es ist klar, Hitzewelle, bitte burn jetzt nicht, dann haben wir komplett verloren. Da wäre die Hex aber echt übelst gemein gegen uns. Und ich treffe auch. Das sollte jetzt auch eigentlich reichen. Ja. Ey, es wird schwer. Es wird, glaube ich, unmöglich sein, das jetzt noch zu gewinnen. Klar, ein Erdbeben reicht jetzt. Aber er wird uns jetzt einen sehr effektiven Kraftkoloss auf die Fresse hauen. Wobei der auch nicht reichen wird. Oder doch? Mann, der Crit! Wir haben verloren, aber die Crits sind echt gemein. Kann ich nichts machen. 2-0 verloren. Aber Leute, wenn Gengar uns jetzt mit einem Spukball getötet hätte, mich würde es interessieren, ob sein Gengar speziell oder physisch ist. Aber er hat auf jeden Fall verdient. Boah, ich habe meinen Digger-Speak geopfert. Das war blöd, aber echt ein spannender Kampf. GG. Aber ey, der hatte drei Crits oder so. Vor allem auch gegen mein Harry. Egal, was soll man machen? Was soll man machen? GG auf jeden Fall an Droix. Habe ich verloren. Hatte meine Chancen. Ich weiß jetzt gar nicht, woran es groß gelegen hat. Das muss ich nochmal. Hier, super Kampf. So, okay. Also auf jeden Fall, Leute. Mal wieder verloren, aber sieht nicht so gut für mich aus. 3 Niederlagen, 2 Siege. Was soll man machen, ne? Jetzt habe ich wieder 3 Punkte, kann ich mir ein Juju kaufen. Ich kämpfe nächste Woche gegen Takeru. Der wird weggeklatscht, Jungs. Nein, Spaß. Schauen wir mal, wie es läuft. Sorry, dass ich euch keinen Sieg liefern konnte, aber so ist das Leben. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.